Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Baron Sea hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir fahren jetzt hier mal langsam ran an das Netz und wollen dieses hier einholen. Da sind wir stehen geblieben auf unserer Reise zum neuen Schiff. So, einholen, ja gerne. So, und dann wollen wir mal gleich loslegen. Das geht ja richtig gut los hier, da haben wir gleich richtig was zu tun. Es sind nur 8 Fische, das ist schon mal ganz gut. Da könnten wir das letzte Netz dann doch noch gleich mit reinholen. Ohne dass uns wieder alles überläuft hier an Kapazitäten. So, was haben wir denn da Schönes? Kommen Sie her, junger Mann. Ah ne, ist ein Fisch. Naja, gut, bin ich auch. So, als kleiner Hinweis auf infällige Geburtstage. Ne, das müsstet ihr ja nicht wissen. Ich glaube, da habe ich sogar gestreamt oder irgendwas habe ich dazu gemacht. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Das ist ja schon lange her. Lange, lange, lange her. Und wir erinnern uns lieber nicht daran, weil wir werden nämlich an solchen Tagen immer älter und... Das ist das Schlimme. Wir wollen ja eigentlich gar nicht älter werden. Wir wollen ja so jung bleiben, wie wir sind. Und jetzt ist doch der Tank ganz schön voll schon. Dass es sich fast gar nicht lohnt. Habe ich denn noch ein Netz draußen? Ja, ich habe hier noch ein Netz draußen, ne? Lohnt sich schon fast gar nicht, aber wir müssen es einholen, damit es nicht kaputt geht. Oder wir fahren, warte mal, wir fahren kurz zurück, verkaufen das, was wir schon gestapelt haben. Am Schluss gestapelt. Es stapelt nur noch keiner. Warte mal, wir fahren kurz zurück und stapeln. Das, was hier schon mal eingefroren hat, das verkaufen wir dann. Darf ich mal ganz kurz bis da hinfahren. Dauert zwar alles so ein bisschen. Aber geht halt nicht anders. Ich will ja, Netz, ja, es wird dann auch nicht mehr optimal sein, wenn wir da hinkommen, aber dann werden wir auf jeden Fall noch genügend Platz haben, um alles verkaufen zu können. Schon was gestapelt, jetzt stapelt er sogar schon nicht aus eingefrorenen Fisch. So, das verkaufen wir alles. Da kriegen wir schon 400.000 Kronen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und, also, ja, jetzt können wir schon wieder ablegen hier, fischen gehen. Jojo, jetzt geht die Halle erstmal kaputt. Machen wir ein bisschen rückwärts und dann holen wir das andere Netz noch. Das geht ja auch. So, du gehst nämlich dann zum Netze einholen wieder. Du gehst dahin und du gehst dahin. 6 Kilo gestapelt. Naja, gut. So, wie fit bist du denn noch? Ganz fit eigentlich. Ja, ja, doch. Oh, hier darf man ja gar nicht so weit nach hinten fahren, ne? Da stößt man dann gleich wieder irgendwo an. Moment, dann machen wir das so. Zack, 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 zack. Ab zum Netz ran hier. Abfahrt. Sieht es überhaupt aus da mit dem Fischfang? Ja, das sieht ganz gut aus. Noch ist er blau. Na, jetzt wird er schon wieder hellgrün. Aber da kriegen wir dann wenigstens noch ein bisschen was rein. Wo ist denn das Ding hier? Ich sehe es nicht. Oh, da ist aber auch neblig hier. Kann man das Nebelhorn anmachen, damit der Nebel verschwindet? Das ist doch dafür da, oder? Wofür bräuchte man das sonst? So, es muss hier eigentlich schon neben uns sein, das Ding. Ah, da ist es. So, dann müssen wir mal ganz kurz hier langsam mal wieder hinkommen. Hier, da liegt sie. Also da, wo ich jetzt gerade mit der Maus rumkreise. Wahrscheinlich auf YouTube jetzt gar nicht so gut zu sehen. Wenn wir jetzt hier da rückwärts ranfahren und hoffen, dass wir mit der Drehung dann da hinkommen. So, lenk dich da mal ran. Ganz zart, na. E. Jupp. Dann holen wir mal den Fisch hier ein. Wie viel haben wir noch? 7 Stück. Au, das war falsch. Da müssen wir ein Netz reparieren. Aber wir kriegen ja sowieso ein neues Schiff. Wir müssen noch ein paar Kilometer müssen wir schaffen, ne? Aber dann kriegen wir ein neues Schiffchen. Eieiei, das wird natürlich die ganzen Aufbauten. Ich weiß gar nicht, ob ich mir alles leisten kann. Aber wir werden mal gucken, was wir dann alles kriegen können und was es dann alles Neues gibt und wie viele Leute ich mir dann aufs Schiff setzen kann und was ich mir dann noch alles erkaufen kann. Und ja, ob ich damit Hochsee fischen kann. Das wäre nämlich auch nochmal wichtig zu wissen. Also das, was man dafür braucht, ob das jetzt so vom, hängt wahrscheinlich auch vom Schiff ab ein bisschen, ne? Ob das geht. Weil wenn du nicht hochseetauglich bist, wenn du nämlich so eine Nussschale hast, die dann gleich untergeht, das wäre fatal. So, und du gehst dann da hinten, ganz hinten erstmal zum Stapeln. Und der stapelt 171, der friert 201 und sie nimmt 500 Fische aus. Uiuiuiuiuiuiuiui. Also sie hat auch schon 72 Punkte, die hat mal 58 gehabt. Und wie ist hier mit Rudi, die hat 88 Punkte? Ach, jetzt habe ich ihn beim Netz einholen gehabt. Das war auch noch der Falsche. Und nicht Rudi Hansen. Das ist natürlich schade. So, gerade sehe ich, unten ploppt es auf. Mountain Blade 2 Warband hat einen neuen Deathblock.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ach, jetzt habe ich auch wieder im falschen Team. Warum mache ich jetzt gerade die Aufnahme? Naja, gut, okay. So, genau, das wollte ich noch erreichen. Das neue Zertifikat. Skipper Classification Trawler. Richtige Original-Trawler können wir erfahren. Ist das jetzt die letzte? Das ist die letzte. Jetzt können wir alles kaufen, was wir kaufen wollen. Also das letzte Schiff. Ach, nein, das ist nicht das letzte. 54 Kilometer müssen wir fahren. Also 200 noch. Na gut, das kriege ich hin. So, aber wir dürfen Trawler fahren. Da gucken wir doch mal, was wir da jetzt Schönes drin haben. Also, jetzt drücken wir erstmal M. Wie macht da? Und fahren erstmal bis dahin und gucken mal, wie dann die Arbeiten auf dem Schiff aussehen. So mit dem Einfrieren, Verpacken und Kleinhaxen und der Fische. Wir werden jetzt ganz kurz mal hören, dass ich jetzt mich im TS durch die Gegend bewege. Damit ich im richtigen Raum bin, weil ich quatsche hier gerade jemanden zu, der das wahrscheinlich gar nicht hören will. Aber er hat fleißig, er war brav, er hat sein Mikrofon ausgemacht. Das muss man schon mal sagen. So, du hast alle ausgenommen, dann können wir ja jetzt richtig viel einfrieren. Damit das schön schnell geht und dann gehen die beiden darüber. Das ist aber auch blöd, da habe ich den falschen beim Fische einholen gehabt, beim Netze einholen. Das hat bestimmt ein paar Tonnen gekostet. Ah, schade. Na gut, aber sie kann schon ganz gut kochen. Kochen brauchen wir eigentlich noch nicht, ne? So. Ja, nee, mach mal, warte mal, komm mal her, mach mal Punkt hier hin. So, Abfahrt. Tor ist zu erschöpft, um zu arbeiten. Siehst du wohl, das ist gut so. Oder auch nicht. Machen wir das mal aus. Aber die haben schon hier beides eingefroren. Und jetzt können die beide auch stapeln wie die Weltmeister. So. Und dann werden wir mal ganz kurz hier nach Hammerfest reinfahren. Weil wir müssen nämlich nach Hammerfest fahren. Das ist die einzige Stelle, wo wir Schiffe kaufen können. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber die Katze mautzt gerade. Aber wenn ich wieder von Fischen erzähle, ist natürlich auch klar, dass die Katze dann mautzen muss. Ne? Das ist natürlich vollkommen klar. So, jetzt können die beide sich auch ausruhen. Dann machen wir das gleich so, dass wir denen jetzt alle nochmal was zu essen geben. Dann ist nämlich der Kühlschrank auch leer. So, und dann fahren wir ganz gemütlich dorthin. Zum Verkauf. Und wenn wir mit dem Verkauf fertig sind, ich hoffe, dass ich dann so ein großes Ding hier schon kriege. Oh, da würde ich mich ja freuen. 3,8 Millionen haben wir. Wir haben, ist gar nicht mal so leer, ne? 33 Tonnen Fisch haben wir noch wieder. Könnten so nochmal 400.000-500.000 wären, die wir dafür kriegen. Gar nicht schlecht. Also die Netzfischerei finde ich schon mal ganz gut. So, jetzt fahren wir da mal ran. Wie kaputt ist unser Schiff? 96%, da geht auch. Natürlich wird man eigentlich nicht so stumpf an den Kai ran, ne? So, dann wollen wir mal Verkauf klicken und dann gucken wir mal. Wir kriegen insgesamt knapp 700.000 Kronen. Beim Hafenruf nochmal 138.000 Kronen dazu. Für unsere Crew müssen wir 41.000 Kronen ausgeben. Heißt, wir kriegen nochmal 790.000 Kronen und sind bei 4,5 Millionen. Schon seit den 70, also wir haben schon ziemlich häufig Fische verkauft. So, dann sind wir da und dann gehen wir nochmal an das Dock und sagen, wir wollen ein Boot kaufen. Und das Ding, da sind wir schon lange drüber weg. Ach, die Quoten, die wir da drauf haben, die sind wir sogar über der Quote gewesen. Guck dir an. Ich hoffe, die kommen jedes Jahr neu. So, und da haben wir jetzt die Luna Bow. Das sieht doch schon mal aus. Und da kann man nur Pollack und Makrelen mitnehmen, aber dafür 6 Millionen Kilo. Ist das denn nur Hochseefischer? Zertifikate von Skipper. Luna Bow sieht aus wie ein traditioneller Trawler, eignet sich jedoch für pelagische Schleppnetzfischerei. Dieses Schiff ist für das Makrelenfischen ausgerüstet. Makrelen. Dann muss ich doch auf die Hochsee, oder? Ich kauf's jetzt erstmal. Du kannst dieses Boot nicht... Was? Oh, das kostet 14 Millionen Kronen. Sind die teurer geworden? Voila. 19 Millionen. Was ist das hier? Das ist ein Tiefkühl-Trawler, der für den Grund... Fischen wie Kabel, Pollock. Dann darf man wieder alles. Aha. Ja, dann gehen wir dann noch erstmal in die Stadt.
Und gucken, wie es da an der Bank aussieht. Wir bräuchten 14 Millionen und dann wollen wir noch ein bisschen was einbauen. Monatliche Tilgung 600.000 Kronen. Das sollten wir hinkriegen, ja? Dann nehmen wir den Kredit erstmal auf. Von 23 Millionen. So. Ja, wir wollen das Schiff ja auch ausbauen, ne? Wenn schon, denn schon. So, du bist so verschuldet, du kannst keinen Kredit aufnehmen. Ja, das... das glaube ich sogar. Gut, dann gehen wir jetzt wieder an die Docks und sagen, wir wollen ein Boot kaufen. Das wollten wir eben gerade schon. Gib uns doch mal die Luna Bo. Oh, jetzt steht es anders im Hafen. Wo steht denn da das Schiff? Oh, da steht da der Schiffname dran. Das ist schon natürlich. Ja. Wo ist der Kaufen-Button? Ach, da unten. Kaufen. Luna Bo, herzlichen Glückwunsch zum Entsperren und Kauf deines ersten Strollers. Luna Bo speichert frischen Fisch in großen Tanks im Rumpf. Sie sind nicht von in der Lage, diesen Fisch so gut, was? Diesen Fisch zu gut einzufrieren oder zu stapeln. Und sie werden verkauft, indem sie direkt aus dem Trawler-Tank Pumpen in dem Hafen anlegen. Sie benötigen mindestens 4 Besatzungsmitglieder, um die Schleppmaschine auf dem Schiff zu betreiben. Hinweis: Trawl-Türen müssen 50 Meter Tiefe oder mehr haben, um Fische zu fangen. Aha. Oh. Das ist mein Schiffchen. Hallo? Kann ich... Kann er jetzt nicht fischen gehen? Nee. Ich muss hier jetzt erstmal in die Stadt gehen. Ich brauche noch einen... Langlein, Schleppnetz fischen. Gibt es da irgendwas? Maschine das ausnehmen. Langlein einholen. Per Hand. Maschine das ausnehmen. Stapeln, einfrieren, kochen. Können tut sie nichts, aber... Warte mal. Nee. Ach, dann nehmen wir den einfach hier, den Gildenmonster schon dahin, wo wir ihn hinhaben wollen. Der macht dann am ersten, die erste Zeit ein bisschen Blödsinn, das macht aber nichts. So, dann gehen wir natürlich jetzt nochmal ins Dock und sagen, wir wollen natürlich Upgrades kaufen. Lagerraum-Upgrade ist ja mal gar nicht so billig. Huch. 2 Millionen für 150.000 Kilogramm. Na gut, wir gucken bei der Motor-Upgrade. Das ist natürlich... 1000 Horsepowers mehr. Okay, Radar-Upgrade. Oh, wir haben einen 3-Kilometer-Radar. Da weiß ich ganz genau, was ich kaufe. Ich kaufe... Muss ich die vorigen Upgrades alle erst kaufen? 3-Kilometer-Radar. So, okay. Gut, dann haben wir hier die Fischfangquoten. Naja, gut, okay, das brauchen wir erstmal noch nicht. Scanmador-Sensor zeigt die Distanz zwischen Schleppnetztüren an und erlaubt es, die Bewegung minimal zu beeinflussen. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall. Extra Scanmar Catch Sensor 2 zeigt an, ob das Netz mehr als 20% gefüllt ist, 40% gefüllt ist oder 80% gefüllt ist. Ach, muss ich erst die anderen kaufen vorher. Die nehmen wir mal auch mit. Oh, ich glaube, das wird noch ganz interessant. So, Scanmar Trawl Eye ermittelt die Fischmenge, die ins Netz geht, misst die Höhe des Schleppnetzöffnung und den Abstand vom Kopftau zum Grundtau sowie den Bodenkontakt und Abstand. Ah, komm, können wir uns leisten. Rein damit, wir haben ja extra ein bisschen mehr. Seitige Strehruder ist ausgerüstet, okay. Fischereiquote würde ich sagen, brauchen wir erstmal nicht. Machen wir nochmal für 2 Millionen ein bisschen mehr Lagerraum. Einfach nur, weil wir es können. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Motor-Upgrade. Oh, das wird teuer. Aber wir wollen auch vorankommen. So. Gut. Also, wir haben jetzt richtig fett Kohle ausgegeben. Haben noch 2 Millionen auf dem Konto. Ich glaube, die lasse ich da auch erstmal. Damit ich die ersten paar Sachen dann auch machen kann. Treibstoff wird bestimmt auch teuer. Und dann gehen wir mal in die Stadt zum Fischmarkt. Aktuelles Boot unterstützt keine Langleine oder Netzfischerei. Alles klar, Makrelen. Wo kann ich denn, wo kriege ich denn Makrelen? Makrelen kriege ich doch nur in der Hochsee, oder? Karte. So. Hier kann ich dann nicht mal Makrelen auswählen. Fischpopulation. Kann ich jetzt irgendwo sagen, was? Ich kann da jetzt erstmal Pollack. Also gehen wir jetzt erstmal Schleppnetzfischen hier hinten beim Pollack und gucken mal, wie es überhaupt funktioniert. Ich habe keine Ahnung, du. Also wir müssen ja irgendwie bis da hinkommen, denn offenes Meer und da können wir dann wahrscheinlich Makrelenfischerei machen oder so. Na gut, wir werden erstmal bis da hinten rausfahren, werden hier mal ganz kurz gucken, wie wir hier, wenn wir hier Schleppnetzfischerei machen, wie es aussieht. Und wie das mit den ganzen Sensoren ist. Wir werden es erstmal ausprobieren. Wir werden es ausprobieren. Also wir haben uns auf jeden Fall ein neues Schiff gekauft. Wir werden dem Schiff natürlich auch noch einen richtig schönen Namen geben.
Und, oh, da muss ich mir jetzt aber echt was überlegen. Wie nenne ich denn mein Schiff? Ich hab eine Idee. Wir haben ja ab und zu hier, also vor einem, fast ein Jahr ist es ja, habe ich ja mit einer netten Dame hier auch gestreamt. The Hunter Call of the Wild haben wir gestreamt zusammen. Ich möchte eigentlich ganz gerne, dass sie nochmal mit mir ein bisschen streamt. Und deswegen nennen wir das Schiff mal nach ihr. Wir nennen das Schiff. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es denn? Wo kann ich denn den Schiffsnamen? Nein, ich möchte kein Schiff kaufen. Ich weiß nicht mehr, wie das ist, wenn ich jetzt das billige Schiff kaufe, ob ich dann einfach nur Geld vernichte. Aber eigentlich müsste da stehen, ich habe es erworben schon, ne? Wo kann ich den... Ah, hier bei Wartung, ne? Namen ändern. So, und dann nennen wir das Schiff... Ori... Deluxe. So, kann ich die Schriftfarbe, Lackfarbe... Also die Schriftfarbe kann ich rot machen, ja, das hilft mir jetzt auch nicht viel. Ich kann ja die Schussfarbe, kann ich ja nicht beeinflussen. So, anwenden. Kann ich da nochmal hin? Kann ich nicht hinscrollen. Da komme ich. Wo liege ich denn hier überhaupt eigentlich? Ist das der gleiche Kai, wo wir sonst immer hingefahren sind? Ich kann mich gerade nicht drehen mit meinem Schiff. Ich mal kurz auf Fischen gehen. So, Leo wieder an. So, ist das echt der gleiche Kai, wo wir sonst immer mit dem Schiff drin waren? Das ist natürlich... So, wir haben gekauft einen großen Trawler und werden mit diesem Trawler natürlich... Und hier ist, glaube ich, die Wasserlinie, ne? Oder so. Werden die mit diesem Trawler natürlich dann auch losfahren. Es wird natürlich auch interessant sein, diesen Begehen, wie das da alles drauf aussieht. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge, wenn wir mit diesem Schiff das erste Mal losfahren. Ich werde jetzt gleich rausfahren. Und dann... Ja... Wir haben eine Runde auf dem Schiff drehen. Wir haben jetzt so vier Leute. Ich muss sowieso gucken, wo ich die einsetzen kann, was ich hier alles habe. Wie das funktioniert. Ausnehmen kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Wir werden sehen, wie es geht. In diesem Sinne, das war eine Folge von Fishing Barren Sea hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.